Ich sage dazu nur ein paar ganz wenige Bemerkungen. Erstens, wir brauchen, was die Bundesebene betrifft, jetzt überhaupt keine Personaldebatte. Der Parteitag hat gewählt, die nächste Wahl ist im Mai 2012 und bis dahin brauchen wir keine denunziatorische Personaldebatte durch niemanden und in keiner Richtung. Das wäre sehr sinnvoll, wenn wir dies einhalten und respektierten. Zweitens haben wir jetzt eine Debatte zum Kommunismusbegriff. Ich habe sie nicht gebraucht, aber jetzt haben wir sie. Und dazu muss ich nur einige wenige Bemerkungen machen. Das eine ist, das ist mir wichtig. Die Bundesrepublik Deutschland, die alte Bundesrepublik Deutschland, war militant antikommunistisch geprägt. Das hatte verschiedene Ursachen. Eine Ursache bestand darin, dass man nach 1945 wesentliche Teile des Nazi-Apparates übernommen hat und den Leuten sagt, ihr müsst jetzt erstens demokratisch werden, zweitens müsst ihr euch den Antisemitismus abgewöhnen, aber drittens antikommunistisch dürft ihr bleiben. Also ein Bein lassen wir euch. Das zweite war, dass der Kalte Krieg begann, der das Ganze natürlich forcierte. Das dritte war, dass viele aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft kam, das hatte sie nicht gerade für den Sozialismus oder gar den Kommunismus beeinflusst, ganz im Gegenteil. Und letztlich organisierte die SED dann die DDR auf eine Art und Weise, ich spreche mal von politischen Prozessen, von den Toten an der Mauer etc., was den Antikommunismus im Westen immer noch gestärkt hat. Dadurch hat die alte Bundesrepublik Deutschland diesbezüglich eine völlig andere Entwicklung genommen als Frankreich, Italien, Niederlande, Spanien, Portugal etc. Wenn man sich das vergisst, dann begeht man schwerwiegende Fehler. Das Zweite ist, es wird mir gesagt, ja, aber die Christen müssen ja auch nicht immer, wenn sie vom Christentum reden, auf die Verbrechen der Inquisition hinweisen. Das ist ja wahr. Aber es gibt einen großen Unterschied. Wenn die Menschen heute den Begriff Christentum hören, verbinden sie das damit auch nicht. Das ist für sie eine Frage aus der Zeit des Mittelalters. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir verpflichtet sind, das Denken und Fühlen der Menschen zu berücksichtigen. Sonst selektieren wir uns. Das wäre ein schwerwiegender Fehler. Also, was bleibt übrig? Erstens, wir machen niemals den militanten Antikommunismus mit. Das heißt, die Opfer, die kommunistischen Opfer werden wir immer ehren. Die vor der Nazi-Diktatur, die während der Nazi-Diktatur, aber ich sage auch, die verurteilt wurden in der Bundesrepublik, mit Berufsverboten überzogen wurden etc. Hier haben wir eine gänzlich andere Haltung, dabei wird es auch bleiben. Das kann uns niemand nehmen. Das Zweite ist, wir müssen sehen, dass man den Begriff des Kommunismus völlig unterschiedlich verwenden kann. Marx träumte von einer extrem humanen, sozial gerechten Gesellschaft, als er den Begriff prägte. Das wäre ja schön, wenn die Leute so denken würden, könnten wir ihn dafür auch benutzen. Aber ich habe nun mal die Tatsache, dass ein Großteil der Menschen in Deutschland, und zwar verstärkt in den alten Bundesländern im Vergleich zu den neuen Bundesländern, mit dem Begriff Kommunismus, Stalin, Pol Pot, Mauer etc. verbindet. Dann darf ich das nicht ignorieren, sondern dann muss ich sagen, leider wurden im Namen des Kommunismus ganz gegen meinen Willen auch schwere Verbrechen begangen. Und wenn ich das sage, dann wissen die Leute auch, was ich meine. Und deshalb haben wir uns sehr bewusst entschieden, keine kommunistische Partei zu sein und zu werden und nicht den Kommunismus, sondern den demokratischen Sozialismus anzustreben, weil wir die Leute damit viel eher erreichen für eine Gesellschaftsveränderung. Wenn ich antikapitalistisch bin, muss ich doch die Leute dafür gewinnen, überzeugen, weshalb wir den Kapitalismus überwinden wollen und was stattdessen kommen soll, nämlich eine freiheitlich, sozial gerechte, ökologisch nachhaltige, wirklich demokratische Gesellschaft. Dafür streiten wir und dafür streiten wir alle und das sollten wir jeden Tag deutlich machen. Damit sage ich, man hätte in dem Artikel den einen oder anderen Satz auch anders formulieren müssen und es fehlt auch ein, zwei Sätze. Bloß eins sage ich hier auch ganz deutlich. Gesine Lötsch etwas zu unterstellen, was sie niemals sagen wollte und auch nicht gesagt hat, das ist grob unfair und dagegen werde ich sie auch immer verteidigen. Das gehört mit dazu. Nun stehen wir vor 7 Landtagswahlen im Jahr 2011. Kann man ja sagen, Wahlen verändern nicht die Welt, stimmt übrigens. Aber sie sind trotzdem wichtig. Und zwar wichtig, weil sie etwas zum Ausdruck bringen in unserer Gesellschaft.
Wie zufrieden ist man eigentlich mit der etablierten Politik, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene? Und wie unzufrieden sind die Leute damit? Geben Sie das schon auf? Gehen Sie gar nicht mehr wählen? Oder sagen Sie, nein, ich gehe wählen, ich setze ein Zeichen. Und das ist so, dadurch, dass alle anderen Parteien immer gegen uns sind und wir die Gegenposition auch aufbauen, gibt es nur ein nennenswertes Zeichen des Protestes bei einer Wahl, das ist die Wahl der Linken. Das müssen wir deutlich machen, auch in Hamburg. Das Problem in Hamburg besteht darin, dass viele glauben, naja, laut Umfragen gibt es ja eine dicke Mehrheit von SPD und Grünen. Dann gibt es immer mehr Leute, die sagen, wenn es sie sowieso gibt, brauche ich ja nicht mehr wählen zu gehen. Ist ja alles schon gelaufen. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Gäste, wir kämpfen nicht um Umfragen, sondern um Wahlen. Das ist ein beachtlicher Unterschied. Lasst euch bloß nicht verrückt machen von den Umfragen. Das Entscheidende ist, einen wirklichen Politikwechsel in Hamburg kann es nur mit einer gestärkten Linken geben. Und zwar ganz egal, ob wir in die Regierung gehen oder ob wir in der parlamentarischen Opposition bleiben. Nur eine gestärkte Linke kann einen Politikwechsel in Hamburg einleiten. Und das... Und ich sage mal, drei Anträge habt ihr gestellt in der Bürgerschaft. Heißt das, glaube ich, in Hamburg, ne? In der Bürgerschaft. Naja, das heißt in jedem Land anders. Was wollt ihr denn? Ich kann mir noch nicht 16 verschiedene Bezeichnungen merken. Ja? Also, nochmal. Ihr habt beantragt die Abschaffung der Studiengebühren. Was heißt denn das? Abschaffung der Studiengebühren heißt, dass wir nichts anderes wollen als eine soziale Chancengleichheit in der Bildung. Wir wollen, dass auch die Kinder von Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfängern, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern studieren können. Und dass sie nicht lange Prozesse führen müssen gegen irgendeinen Vater oder sonst was, um irgendwie sich das Studium ermöglichen zu müssen. Namentlich dagegen gestimmt haben SPD und Grüne. Was ist denn an denen noch sozial oder emanzipatorisch, wenn sie dagegen stimmen? Und ohne uns werden sie weiter dagegen stimmen. Und je stärker wir werden, desto eher werden sie die Studiengebühren abschaffen müssen. Ihr habt beantragt die Einführung eines Sozialtickets. Da geht es um eine wichtige Grundfrage in unserer Gesellschaft. Nämlich um die Frage, gibt es ein Grundrecht auf Mobilität? Ja oder nein? Man kann ja sagen, arme Leute haben zu Hause zu bleiben. Ne? Die müssen nicht Bus fahren, die müssen nicht Bahn fahren, nichts. Das heißt aber, das müsst ihr dann bitte euren Gegnerinnen und Gegnern klar machen, dass man ihnen auch alle politischen Grundrechte entzieht. Denn da kann ich ja aufrufen, irgendwo zur Kundgebung zu kommen. Sie kommen ja nicht hin, weil sie ja nicht mobil sind, weil das ja verhindert wird. Das heißt, nicht nur für politische Grundrechte, auch für Bildungsrechte, für Kulturrechte, für vieles andere ist die Frage der Möglichkeit zur Mobilität eine ganz entscheidende. Und deshalb war es richtig, dass ihr beantragt habt, ein Sozialticket. Und in namentlicher Abstimmung haben SPD und Grüne dagegen gestimmt. Und das heißt im Klartext, nur wenn es eine starke Linke in Hamburg gibt, können wir SPD und Grüne zwingen, endlich das Sozialticket in Hamburg einzuführen, das wir dringend benötigen. Wir hatten einen scheinbar sinnvollen Volksentscheid in Hamburg zur Frage des Schulsystems. Das Ding ist schiefgegangen, das wisst ihr alle. Aber warum? Weil wir eins noch nicht geschafft haben, die Aufklärung der Bevölkerung über die Bedeutung einer solchen Entscheidung. Wenn alle Leute, die in ärmeren Verhältnissen leben, an ihre Kinder gedacht hätten und dorthin gegangen wären, wäre ein anderes Ergebnis entstanden. Da müssen wir auch selbstkritisch darüber nachdenken, wie wir das nächste Mal die Aufklärung deutlich verbessern. Und dazu brauchen wir mehr Einfluss. Und deshalb brauchen wir ein besseres Wahlergebnis im Februar 2011 für die Hanseatische Linke. So, und dann habt ihr auch beantragt, auch wieder namentlich, glaube ich, die Rückführung des Strom-, Gas- und Fernwärmenetzes in öffentlicher Hand. Warum? Machen wir das aus reiner Ideologie, bloß weil wir sagen, ach, alles muss irgendwie staatlich sein? Oder gibt es da vielleicht eine sinnvolle Überlegung? Die sinnvolle Überlegung, was wir viel zu selten begründen, hängt mit der Frage der Demokratie zusammen. Denn wenn ich das alles privatisiere und verkaufe, habe ich auch als Parlament nichts mehr zu entscheiden.
Ich habe mal dem CDU-CSU-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag Kauder gesagt, wenn er sich durchsetzt, ist die Frage, wer von uns beiden Oberbürgermeister wird, in vielen Fragen fast irreal, weil er hat ja alles verkauft. Wir haben ja nichts mehr zu entscheiden. Ich meine, sie ist trotzdem immer noch sehr real, die Frage, und ich hoffe, wenn es je zu der Konstellation käme, dass ich auch siegte, aber abgesehen davon, im Kern geht es um eine Frage der Demokratie. Wer ist zuständig für die Preisentwicklung? Wer ist zuständig für die Struktur? Bestimmen ein paar Konzerne ganz alleine, was wir für Wasser, für Strom etc. zu bezahlen haben? Nimmt die Politik sich völlig raus? Oder sagen wir, öffentliche Daseinsvorsorge ist eine zentrale, existenzielle Frage des Lebens. Und da muss die Kommune, da muss die Stadt Hamburg zuständig bleiben. Und deshalb gehört es in öffentlicher Hand. Mehr sagen wir nicht, aber das ist wichtig. Und die anderen lehnen das ab, weil sie letztlich alle neoliberal geprägt sind. Das macht ja auch unser Alleinstellungsmerkmal aus. Und zwar auch hier in Hamburg. Aber ich weiß, dass ihr auch darüber diskutiert habt. Ich sage euch nur, es ist doch nicht so, dass wir sagen müssen, wir regieren nicht mit denen. Wir sagen, wir regieren mit ihnen unter folgenden 5 Bedingungen. Das ist sinnvoll. Und dann lasst die doch Nein sagen. Das ist doch viel klüger, weil die Bevölkerung merkt, woran der Politikwechsel scheitert. Nicht an uns, sondern an den anderen. Und genau das müssen wir ihnen deutlich machen. Aber ich habe ja mit großer Freude gelesen, was der SPD-Fraktionsvorsitzende aus eurer Bürgerschaft in der Zeitung Neues Deutschland erklärt. Er hat unsere Fraktion als verlässlich, vernünftig und klug eingeschätzt. Das ist alles wahr, weil alles relativ ist. Er kennt ja auch seine. Aber abgesehen davon sagt er ja gleichzeitig, mit verlässlichen, vernünftigen und klugen Leuten will er auf gar keinen Fall koalieren. Das sagt er gleichzeitig. Der merkt das nicht mal, dass das ein kleiner Widerspruch ist. Aber er wäre ja immer bereit, mit der Union und der FDP zu koalieren. Liebe Genossinnen und Genossen, das müssen wir deutlich machen. Nicht indem wir uns verweigern, sondern indem wir den Bürgerinnen und Bürgern sagen, vermeintlich soll ja die SPD links sein. Was ist denn das für eine linke Partei, die sagt, ich koaliere mit allen? Mit der Union, mit der FDP, natürlich mit den Grünen, aber auf gar keinen Fall mit den Linken. So links bin ich nicht. Dann bin ich doch eher an der Seite der FDP. Einer Partei, die nun in Hamburg glücklicherweise, hoffe ich, gar nicht in die Bürgerschaft kommt, aber ansonsten haben wir es ja mit ihr zu tun, auf Bundesebene reichlich. Einer Partei, die dadurch abwirtschaftet, dass sie den Lobbyismus auf eine Art und Weise betreibt, in einer so direkten Form, ich sage mal Hoteliers etc., wie wir das selten in Deutschland erlebt haben, und die so primitiv prokapitalistisch ist, und dabei die Liberalität als eigentlichen Wert, den sie mal vor Jahrzehnten hatten, schrittweise aufgibt, dass die Leute sagen, es hat keinen Sinn mehr. Aber da sagt die SPD, ja, mit dem würden wir alles machen. Mit den Linken nicht. Und das bitte ich euch deutlich zu machen. Weil das nämlich für die Bürgerinnen und Bürger heißt, wer will denn einen Politikwechsel? Wer will denn wirklich soziale Gerechtigkeit? Wer will denn Chancengleichheit in der Bildung? Wer will denn ökologische Nachhaltigkeit? Die SPD? An der Seite der Union? Das kann man doch wohl vergessen. Und deshalb komme ich auf meinen Einsatz zurück. Ein Politikwechsel in Hamburg kann es nur mit einer gestärkten Hand zwischen Linken geben, egal ob in Regierung oder Opposition. Das ist gar nicht die Frage, die uns beschäftigt. Wir wollen einen Politikwechsel in Hamburg. Und zwar so gravierend wie möglich. Und ich kenne SPD und Grüne, wie sie auf Bundesebene reagieren. Reagieren und regieren. Und ich sage euch, wenn sie auf Bundesebene regieren, gibt es alles Mögliche, aber mit Sicherheit kein Politikwechsel. Ganz im Gegenteil. Es liegt eine neue Bertelsmann-Studie vor. Wir müssen einen Weg finden, das mal zu verdeutlichen, auch der Hamburger Bevölkerung. Die Bertelsmann-Studie, also wie ihr wisst, keine Einrichtung, die man links nennen könnte, ganz bestimmt nicht, kommt zu folgender Feststellung. Sie haben gemessen die Frage der sozialen Gerechtigkeit in 31 OECD-Staaten. In 31 OECD-Staaten. Und dann haben Sie verschiedene Bereiche genommen und festgestellt, immer auf welchem Platz Deutschland liegt. Wobei der beste Platz ist der Platz 1 und der schlechteste Platz ist der Platz 31.
Bei der Armutsvermeidung, beim Rückgang der Armut, liegen wir auf Platz 14. Deutschland, bei OECD. Bei Kinderarmut und ihrer Bekämpfung liegen wir auf Platz 14. Bei Einkommensunterschieden liegen wir auf Platz 15. Also sie sind stärker als in 14 anderen Ländern der OECD. Bei Ausgaben für die frühkindliche Bildung liegen wir auf Platz 16. 15 Länder sind besser. Beim Zugang zur Bildung liegen wir auf Platz 22. 9 Länder sind noch schlechter als wir. 21 sind besser. Da hast du als Kind einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers eher Zugang zum Studium als in Deutschland. Übrigens, heute in den USA hast du eher Zugang als in Deutschland. Muss man sich mal überlegen, was das für eine dramatische Entwicklung ist, die sich hier in Deutschland vollzogen hat. Und bei der Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde und Freunde, verehrte Gäste, liegen wir auf Platz 30. Es gibt ein einziges Land hinter uns, von 31 Ländern. Ich bitte, dass man das mal öffentlich macht, was die Bertelsmann-Studie dort erarbeitet hat. Und das ist ein Prozess, der seit 10 Jahren stattfindet, der eingeleitet worden ist mit SPD und Grünen in der Bundesregierung, fortgesetzt wurde durch Union und SPD und jetzt natürlich vollendet wird durch Union und FDP. So ist die ganze Entwicklung. Und dabei dürfen wir eins nicht vergessen, dass die Türöffner waren immer SPD und Grüne. Ich komme darauf noch kurz zurück. Und jetzt kommt die nächste Zahl, die ich auch spannend finde. In den letzten 10 Jahren, also beginnend mit Schröder und Fischer, ne, dass man das immer nicht vergisst, wer damals regiert hat auf Bundesebene, gab es eine reale Lohnsenkung in Deutschland von 4,5%. Also wir haben ein Minus von 4,5% in 10 Jahren bis 2009. Und jetzt schauen wir uns andere Länder an. Derselben Zeit sind die Reallöhne in Spanien um 7,5% gestiegen. In Frankreich sind sie um 8,6% gestiegen, immer die Reallöhne, also Verhältniskosten, alles berücksichtigt. In Großbritannien sind sie um 14% gestiegen, in Finnland um 22% gestiegen, in Norwegen um 25,1% gestiegen, in Deutschland um 4,5% gesunken. Das müssen wir den Leuten klar machen. Und damit hängt doch vieles zusammen. Das Sinken der Reallöhne ist dadurch bedingt, dass die prekäre Beschäftigung so ausgeweitet wurde. Und wer hat die denn erfunden, wenn ich daran mal erinnern darf? Wer hat denn die Leiharbeit in diesem Sinne, diese moderne Form der Sklaverei ermöglicht? Das waren SPD und Grüne auf Bundesebene. Ja, ja. Trotzdem waren das in diesem Umfang SPD und Grüne, weil sie nämlich bestimmte gesetzliche Veränderungen vorgenommen haben, die aus einer Ausnahme eine Regel machen konnte. Und das nutzen jetzt natürlich alle. Das Zweite ist, die befristeten Arbeitsverhältnisse gab es auch schon vorher, aber sie wurden dramatisch erweitert, gerade durch SPD und Grüne. Genauso auch die Aufstockerstruktur, die es gegeben hat über Hartz IV etc. Und ganz Hartz IV und die Legende 2010 und so weiter, all das ist von SPD und Grünen erfunden worden. Ich sage das nur deshalb, weil ich ja nicht dafür bin, dass wir uns verweigern gegenüber, ihnen gegenüber. Aber ich sage auch klar, wenn wir uns unterwürfig verhandeln, wenn wir die Brosamen aufgreifen, die sie uns hinschmeißen, begehen wir einen schwerwiegenden Fehler. Das Einzige, was SPD und Grüne verstehen, ist Stärke. Und die müssen wir erreichen. Und die erreichen wir nur, indem wir uns mit ihnen auch ganz klar und deutlich auseinandersetzen. Und nicht anders. Also der durchschnittliche Bruttoverdienst aller Beschäftigten in Deutschland in den letzten 10 Jahren sank von durchschnittlich 2.254 Euro auf 2.154 Euro, also um 100 Euro, gibt es in keinem anderen Land, nur in Deutschland. Das muss man wissen. Und jetzt hat das Ganze ja Folgen. Zum Beispiel besteht eine Folge darin, dass wir einen riesigen Exportüberschuss haben, nur noch vergleichbar mit China. Prozentual. Warum? Wir haben deshalb einen riesigen Export. Ja, wir haben deshalb einen riesigen Exportüberschuss, weil die Reallöhne, die Renten und die Sozialleistungen in Deutschland gesunken sind. Dadurch, dass sie gesunken sind, konnten sie die Produkte billiger verkaufen. Dadurch haben wir aber auch Länder ruiniert.
wie Griechenland und andere. Weil die ja immer weniger hierher exportieren konnten, denn wir haben ja nichts für die Binnenwirtschaft getan. Da wir nichts für die Binnenwirtschaft getan haben, hat ja die Kaufkraft der Bevölkerung abgenommen. Das alles hat ja Folgen. Seit Jahren sagen wir, dass das ein extrem, selbst für kapitalistische Verhältnisse, ein extrem ungünstiges Verhältnis zwischen Binnenwirtschaft und Exportwirtschaft gibt. Aber sie tun bis heute alles, um allein die Exportwirtschaft zu fördern. Und das hat dann eben auch Folgen bis hin zur Sozialpolitik. Es hat Folgen für andere Länder. So, und wenn die jetzt den Euro auf ihre Art und Weise retten, machen sie das doch nur, weil sie nicht wollen, dass Griechenland und so weiter eine eigene Währung bekommt. Denn wenn die eine eigene Währung bekämen, dann könnten sie ja diese Währung uns gegenüber abwerten. Wenn sie dann ihre Währung abwerten, können wir dorthin nicht mehr exportieren. So einfach ist es. Und dann dürfen wir die Fälle Griechenland und Irland nicht verwechseln. Irland war ein Musterland. Die haben ja angeblich alles richtig gemacht. Die wurden uns immer gepriesen. Was man nur vergaß, weil sie so gut wie keine Steuern haben, sind dort alle Banken hingegangen. Die hatten da zwar nichts zu tun, aber sie konnten dort ihre Gewinne einheimsen und brauchten die nicht versteuern zu lassen. Und dagegen wird nichts unternommen, sondern zur Bankenrettung werden Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, ohne jede Konsequenz. Es gibt keine Regulierung der Finanzmärkte, nichts dergleichen. Aber der Punkt ist, dass die Leute doch eine Erfahrung machen. Ihre Erfahrung lautet, wenn ich gehe zum Schuldirektor und sage Ihnen, die Toiletten sind unmöglich, ich finde, die müssten mal repariert werden, dann erklärt er mir, dass dafür kein Geld da ist. In einer Kommune wird entschieden, dass man das Schwimmbad schließen muss, weil es nicht mehr finanzierbar ist. In einer anderen Kommune werden die Mittel für ein Theater auf die Hälfte gekürzt, die wissen überhaupt nicht mehr, wie sie das machen sollen. Wieder in einer anderen wird ein Theater geschlossen. Und gleichzeitig sagt man, aber natürlich haben wir für einen unterirdischen Bahnhof zig Milliarden. Natürlich haben wir für die Rettung der Banken zig Milliarden. Natürlich haben wir für die Rettung des Euro zig Milliarden. Aber kein Geld für eine Toilette, kein Geld für ein Theater, kein Geld für ein Schwimmbad. Und ich möchte, dass die Leute das begreifen, dass da etwas Grundsätzliches nicht stimmt. Und wir sind die Einzigen, die hier eine grundsätzliche Veränderung fordern. Der Slogan lautet arm, ärmer Kommunen. Und das kann so nicht bleiben, weil die Menschen in Kommunen leben. Und dort wird ihnen etwas angeboten und das wird ihnen nichts angeboten, mit allen Konsequenzen, die das hat. Übrigens auch bei Bildung. Und lasst mich noch zur Bildung etwas sagen. Es waren wieder Union und SPD, die gemeinsam das Grundgesetz geändert haben und das letzte Stückchen Zuständigkeit des Bundes für das Schulsystem gestrichen haben aus dem Grundgesetz. Wenn du Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten fragst, warum, sagen sie dir aus Kompromissgründen, um was anderes zu erreichen. Was haben sie schon vergessen? Aber ich sage nur, es gibt Kompromisse, die darf man niemals schließen. Denn in einer Zeit wie unserer sind 16 Schulsysteme in Deutschland, weil wir 16 Bundesländer haben, abenteuerlich. Und ich verlange auch von Konservativen immer eine Logik. Ich will ja nicht mehr als eine Logik in der Politik. Also es muss ja auch eine konservative Logik geben. Die stellen drei Thesen auf. Die eine These lautet, die Deutschen sterben aus, weil ihr alle zu wenig Kinder kriegt. Ja, wobei sie weniger an euch denken als an andere, aber es ist auch egal. Auf jeden Fall sagen sie, die Deutschen sterben aus. Ich sage jetzt mal dazu nichts. Ich nehme es mal einfach hin als These. Die zweite These ist, sie sagen, wir brauchen einen ungeheuer flexiblen Arbeitsmarkt. Die Leute, Sie Lehrerin, er Ingenieur, wenn sie eben in Bayern gebaut werden, müssen sie nach Bayern ziehen, wenn sie in Mecklenburg gebaut werden, müssen sie nach Mecklenburg ziehen. Immer flexibel. Also nehme ich beide Thesen zusammen, dann sollen die ja drei Kinder haben und flexibel immer durch die Bundesrepublik reisen, wo sie gerade einen Job finden. Wenn aber ihre drei Kinder schulpflichtig sind, müssen sie sich ja völlig verantwortungslos verhalten, weil sie immer das Schulsystem wechseln. Das heißt, selbst aus konservativer Richtung müsste man doch sagen, wir brauchen ein einheitliches Top-Bildungssystem von Mecklenburg-Vorpommern bis Bayern. Aber die sagen, der Wettbewerb ist wichtig, 16 verschiedene Schulsysteme. Ich sage euch, 16 verschiedene Schulsysteme passen ins 19. Jahrhundert, passen in die Zeit der Postkutschen, aber haben nichts, aber auch gar nichts mit dem 21. Jahrhundert zu tun. Wir fordern ein Top-Bildungssystem, in dem alle Kinder eine Chance auf eine hohe Ausbildung haben, auch die aus armen Familien, und zwar von Mecklenburg-Vorpommern über Hamburg bis nach Bayern. Ganz egal, wo die Leute wohnen, ganz egal, welche Staatsbürgerschaft sie haben, ganz egal, ob sie alleinerziehend sind oder nicht. Diese Forderung müssen wir in den Mittelpunkt stellen. Die anderen organisieren das Gegenteil davon.
Ich habe schon über Irland und Griechenland etwas gesagt, will das ja auch nicht so ausweiten. Ich muss ja später hier noch in Hamburg Wahlkampfreden halten, ist ja heute nicht der Tag dafür. Ihr wollt ja erst noch die Listen aufstellen morgen, ne? Ja, wünsche ich euch viel Spaß. Aber abgesehen davon will ich auf Folgendes hinweisen. Auch das ist wichtig, der Bevölkerung zu erklären. Damit komme ich nochmal zu den Banken. Also die Europäische Zentralbank, die am Eigentum aller Mitgliedsländer der Europäischen Union steht, die vergibt Kredite, aber nur an Privatbanken. Also die Deutsche Bank kann sich dort einen Kredit holen, sagen wir mal von 1 Milliarde, und bezahlt darauf 1% Zinsen. Dann geht die Deutsche Bank nach Griechenland und sagt, ja, ihr könnt 1 Milliarde von uns bekommen, braucht ihr dringend, für 11%. Und sie verdienen allein an einem Buchungsvorgang 10% von 1 Milliarde. Müsst ihr jetzt selber ausrechnen, wie viel das ist. Das heißt, das müssen wir den Leuten klar machen, so wird das Ganze organisiert. Nun ist es auch nicht dauerhaft richtig, wenn die Staaten selbst von der Europäischen Zentralbank Geld bekommen, weil das kann dann sozusagen zum Drucken von Geld führen. Das lasse ich mal alles weg. Aber in einer Situation wie der, in der wir jetzt sind, muss man natürlich sagen, ausnahmsweise führen wir die Regel ein, dass Griechenland sich den Kredit direkt für 1% von der EZB holen darf und nicht über die Deutsche Bank, um 10% mehr zu bezahlen und gleichzeitig Leute reich zu machen, die nichts, aber auch gar nichts dafür getan haben. Das ist das eine. Das zweite, dass wir sagen, wir brauchen Eurobonds, weil wir wollen ja nicht zurück ins 19. oder 20. Jahrhundert, aber dann müssen alle Euro-Länder eben auch dafür haften und dann kriegt er eine viel höhere Geltung als gegenwärtig und dann müssen wir ihn auch nicht fürchten. Aber Deutschland ist strikt dagegen, während zum Beispiel der Ministerpräsident von Luxemburg strikt dafür ist, bloß mal um auf diesen kleinen Unterschied hinzuweisen. Und drittens, und das ist mir auch wichtig, müssen wir sagen, Schluss mit dem Sozialabbau. Der Sozialabbau in Irland, der Sozialabbau in Griechenland, in Spanien etc., den unsere Regierung vorschlägt, das ist eine Katastrophe, und zwar nicht nur, weil es die Leute dort arm macht, es beschädigt letztlich auch unsere Wirtschaft, denn wenn die den ganzen Sozialabbau durchführen, können wir ja immer weniger exportieren. Also nicht mal das ist logisch konservativ gedacht. Und hier in Deutschland haben sie auch gesagt, es wäre der falsche Weg, aber dort meinen sie, es sei der richtige Weg. Auch das muss man alles bedenken. Ich will bloß, dass wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, so eingehend wie möglich. Antikapitalistisch zu sein ist gut, aber man muss dann den Kapitalismus auch kennen. Man muss auch wissen, wie was eigentlich funktioniert, um die Leute aufklären zu können und zu sagen, warum wir gegen bestimmte Strukturen sind und weshalb wir andere Strukturen vorschlagen, was ich auch für ganz wichtig halte. Und deshalb sage ich euch, Irland steht jetzt mit 25 Milliarden Euro bei den deutschen Banken in der Kreide. Das haben die alles über Zweckgesellschaften gemacht. Ich sage nicht zu Zweckgesellschaften, die haben einen Sinn. Es gibt eine Finanzaufsicht und Zweckgesellschaften sind von der Finanzaufsicht nicht betroffen. Das haben wir gesagt. Also es gibt ja zwei Lösungen. Entweder wir unterstellen die Zweckgesellschaften auch der Finanzaufsicht oder wir verbieten sie. Aber findet beides natürlich nicht statt. Es gibt ja keine Regulierung. So, und jetzt will ich noch eine Sache sagen, die mir ganz wichtig ist. Hypo Real Estate ist verstaatlicht worden. Durch eine konservative Regierung verstaatlicht worden. Und zwar, weil sie ansonsten in Konkurs gegangen wäre, in Insolvenz und Pleite gewesen wäre. Also haben sie gesagt, nein, wir retten sie. Jetzt gibt es aber folgendes kleine Problem. Nun gehört die Hypo Real Estate uns allen. Auch allen Hamburgerinnen und Hamburgern, muss man sagen. Sie sind jetzt Eigentümer der Hypo Real Estate. Haben sie auch gar nicht richtig verstanden. Aber es gibt ein Problemchen. Die Hypo Real Estate schuldet der Deutschen Bank 20 Milliarden Euro. Das heißt, alle Hamburgerinnen und Hamburger dürfen jetzt der Deutschen Bank 20 Milliarden Euro bezahlen. Natürlich auch die Berlinerinnen und Berliner, denn uns allen gehört ja die Hypo Real Estate. Und da habe ich gesagt, nee, so geht's nicht. Wenn ich eine große Privatbank, die kurz vor der Insolvenz steht, verstaatliche, muss ich alle großen Privatbanken übernehmen. Denn dann bezahle ich ja nicht nur die Schulden, sondern dann kriege ich ja auch die Einnahmen. Und dann sage ich so, und dann kann es einen Unterschied geben. Das ist eigentlich eine zwingende Logik. Und genau diesen Weg ist übrigens Schweden gegangen. Das ist das schwedische Modell. Und dann gibt es eine zwingende Logik, also weil alles andere wirklich organisiert, dass man direkt sagt, die Bürgerinnen und Bürger übernehmen die Schulden
Und die dicken Profite machen die Großaktionäre der Deutschen Bank und die können dann auch Bonuszahlungen verteilen etc. Genauso ist es organisiert worden. So, und dann habe ich gesagt, kann man ja einen Unterschied machen zwischen Konservativen und Linken. Die Konservativen sagen, wenn dann alles wieder zurückgeflossen ist an die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, reprivatisieren sie die Banken und wir nicht. Aber das Mindeste wäre doch, dass sie erstmal die Logik an den Tag legen und sagen, wenn ich die Hypo Real Estate übernehme, muss ich selbstverständlich auch die anderen übernehmen. Anders geht es gar nicht. Aber genau dagegen haben sie sich verweigert. Mir ist wichtig, dass wir das den Leuten so erklären, nicht rein ideologisch, wir sind dafür, sondern sagen, ja, so hängt es zusammen. Wenn ihr nur das eine kriegt, dann zahlt ihr die ganzen Schulden der Hypo Real Estate, aber ihr habt keine Einnahmen, weil euch ja die anderen Banken nicht gehören. Und genau das geht nicht. Und was macht denn jetzt die Bundesregierung? Was hat denn der Bundestag beschlossen? Er sagt, wir haben eine Staatsverschuldung wie noch nie wegen der Krise. 37% davon müssen die Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger bezahlen. Ich habe den Kauder gefragt, Elterngeld gestrichen, das wisst ihr alles, muss ich alles nicht aufzählen, was sie da gemacht haben. Und da habe ich zu dem Kauder gesagt, sagen Sie mir doch mal, welchen Schuldanteil hat die alleinerziehende Hartz-IV-Empfängerin und ihr Kind an der Finanzkrise? Sagen Sie es mir. Ich möchte es wissen. Das ist nicht die Frage. Ja, wieso ist das nicht die Frage? Wir haben durch die Finanzkrise eine riesige Neuverschuldung und die Verursacher werden nicht mit einem halben Euro zur Kasse gebeten. Es gibt keine Vermögenssteuer, es gibt keine höhere Steuer für die Deutsche Bank, es gibt keine höhere Steuer für Konzerne, die Spekulation wird nicht eingeschränkt, nichts geschieht, sondern die sagen, 37% der Schulden tragen wir dadurch ab, dass wir die Leistung für Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger kürzen. Ich finde das eine bodenlose Unverschämtheit und wir müssen das in dieser Deutlichkeit auch klar machen, auch im Wahlkampf hier in Hamburg. Und Hartz IV ist insgesamt demütigend organisiert. Ich glaube, die meisten Bundestagsabgeordneten kennen keine Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger. Aber da ich ja eine Sprechstunde habe für Bürgerinnen und Bürger, suchen die mich ja auf. Zwar sage ich denen immer, dass mich das auch ärgert, weil mich müssen sie ja nicht überzeugen. Die sollen doch mal zu den CDU-Abgeordneten gehen. Dem sollen die Ohren qualmen. Aber das machen sie nicht gern. Sie kommen lieber zu mir. Aber das ist das eine. Und das Zweite ist, und das will ich euch auch noch mal sagen, wegen SPD und Grünen, ich habe ja schon was gesagt, alle Ausgrenzungen und Entscheidungen gegenüber den Linken werden immer auch von SPD und Grünen getragen. Es war unsere Idee, dass der gesamte Bundestag beschließt, die Hamas aufzufordern, den israelischen Soldaten, der da seit 4 Jahren, glaube ich, gefangen ist, freizulassen. Dann haben sie einen Antrag gemacht und uns rausgeschmissen von dem Antrag. SPD und Grüne haben es mitgemacht. Die haben nicht gesagt, na, dann machen wir es mit den Linken und nicht mit euch, sondern dann sagen die, gut, wir rennen der Union hinterher. Die sind unionshörig. Glaubt es mir, die sind unionshörig. Das Zweite ist, es ging um die zur Steinigung verurteilte iranische Frau. Da gab es schon einen gemeinsamen Antrag von SPD, Linken und Grünen. Einen gemeinsamen Antrag. Dann sagt die CDU, na, wir machen den mit, aber raus mit den Linken. Und sofort sind sie hingerannt zur Union. Nur um es euch zu sagen. Und jetzt hat der Vermittlungsausschuss eine Arbeitsgruppe gebildet wegen Hartz IV. Da sitzen 4 Befürworter von Hartz IV, nämlich Union, SPD, FDP und Grüne. Und wir sind natürlich auch im Vermittlungsausschuss, wir sind ja auch in 2 Landesregierungen beteiligt. Übrigens, es gibt 2 rot-rote Regierungen und 2 rot-grüne Regierungen, gibt es gar keinen Unterschied. Die im Saarland ist ja nicht rot-grün, sondern die ist ja schwarz-gelb-grün. Das ist ja noch völlig andere Variante. Will ich gar nichts weiter dazu sagen. Ich sage nur, es gibt 2 rot-grüne und 2 rot-rote Regierungen. Kein Vertreter von uns. Der Bundestag entsendet 9 Abgeordnete. Kein Vertreter von uns. Jetzt haben wir Vertreter. Warum? Weil wir eine einstweilige Anordnung beim Bundesverfassungsgericht beantragt haben. Dann ruft der Verfassungsrichter die natürlich an und sagt, er wird dem wohl stattgeben müssen. Dann wackeln sie alle mit den Ohren und machen es. Aber was ich sagen will, das ist ja soweit in Ordnung. Wir müssen immer den Weg übers Bundesverfassungsgericht gehen. Noch nie haben SPD und Grüne gesagt, das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Natürlich müssen die auch rein in die Arbeitsgruppe. Ich verlange es ja nicht von der Union und der FDP, die haben eh einen Knall. Aber dass die SPD und die Grünen das nicht mal sagen, finde ich ein starkes Stück. Auch das sollten wir deutlich machen. Ich habe euch am Anfang gesagt,
Bitte glaubt nicht an die Umfragen, kämpft für ein Wahlergebnis. Die Grünen sind die Verursacher. Sie hätten damals nicht zur Union rennen müssen. Und nun sind sie rausgerannt, alles ein bisschen schnell, ein bisschen unüberlegt, bloß wegen der Umfragen. Ist uns auch wurscht. Jetzt wird gewählt am 20. Februar. Ne? Also ich belästige euch auch kurz vorher. Ich will hier ja auch kämpfen. Ich will versuchen, möglichst viele Hamburgerinnen und Hamburger davon zu überzeugen. Aber ich sage euch eins. Ihr kriegt nur ein Wahlergebnis, ein tolles Wahlergebnis, wenn ihr mit Leidenschaft kämpft. Wir sind doch hier keine linken Tüten. Ich bitte euch, nun macht mal ein bisschen Leben in diese Bude. Jetzt müsst ihr aufwachen und sagen, jetzt wird gestritten und gekämpft. Wir wollen ein Zeichen setzen nach Hamburg und nach Berlin. Und dieses Zeichen soll heißen, so geht es nicht weiter. Wir wollen die Gesellschaft verändern und sie wesentlich humaner, kinderfreundlicher und sozial gerechter gestalten. Und das sagen die Bürgerinnen und Bürger mit einer Wahl, über die sich alle anderen ärgern schon. Das ist das Positive daran mit der Wahl der hanseatischen Linken. Dankeschön.